Was wirft man mir vor? Ihr habt eine Taverne überfallen. Wir haben Zeugen, mehrere. Es wurde ein Brand gelegt. Ergebt ihr euch? Sie schauen so ein bisschen auf dein Waffenarsenal, die blutige Peitsche. Bitte ergebt euch. Bitte sagt mir, dass ihr euch ergebt. Ja, ich möchte. Wir haben Frauen und Kinder. Bitte tut uns Ja, ja, nichts. ja, 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 ich möchte allerdings Leute, Menschen sprechen. Dann legt eure Waffen ab. Niemand tritt auf dich zu, sondern die warten irgendwie auf Entfernung, so Ja, vier Meter. ich schnür meine Waffen mit der Peitsche zusammen. Aber wie einer von euch macht die kaputt oder sonst irgendwas. Jawohl, euer Gnaden. Das ist eine geweihte, und ihr spielt es eine geweihte Waffe. Wenn ihr mich verbrennen müsst, verbrennt mich damit. Raul, du musst jetzt die gehen. Irgendein Junge tritt davor, Angst in seinen Augen, tritt an die Waffen heran und nimmt sie dann an sich. Schaut auf Er kann deine sich wahrscheinlich kaum Panzerhandschuhe. trauen. Ja. Ich habe Armschienen. Ja, du wirst dann ja, abgeführt und zum Rathaus gebracht. Ja, wird mir mein Wunsch gewährt, dass ich da Leute sehen möchte? Wen möchtest du denn sehen? Den Magister Adeptus Major Koljew Zeller möchte und seine Gefolgschaft soll zu mir gebracht werden. Verzeiht, die kennen wir nicht. Sind Der das die anderen entfindet. Brandstifter? Nein. Man Verrat uns auch noch. notiert sich die Namen. Stark auch alle, eiskalt. Ja, und dann lasse ich mich erstmal in den Kerker führen und mache dann im Kerker Liegestützen, gehe ich mal stark davon aus, die ganze Zeit. Ja, möchtest du zu Reusto oder zu Laris? Zu Reusto. Zu Reusto. Ja, dann die Leute wissen nicht, dass du, also irgendjemand wird es wissen. Das wird dann irgendwie nach einer halben Stunde. Was? Ihr könnt doch nicht den Chorgeweihten zu dem legen, der ihn gestern aufgespießt hat. Er muss in eine andere Zelle, aber das gucken wir uns dann später an. Zumindest wirst du dann erstmal in die Zelle von Reusto gesperrt. Und die Leute, die du gefordert hast als deine in Anführungsstrichen Anwälte oder Vertrauten, naja, man weiß halt nicht, wo man die finden soll und die gehen erstmal auf die Suche. Ja, das ist nicht mein Elgor und Koljew, wollt ihr die begleiten, wenn dann gesehen wird, okay, die gehen irgendwie wieder raus und dann wieder auf deiner Seite rein? Und dann Elgor, willst du zurücklassen? sie begleiten, frage ich mal Richtung Elgor. Was? Elgor, willst du sie begleiten? Da vorne, sie laufen an uns vorbei. Ich meine, müssen wir hier warten? Ah, ist eine gute Idee. Passt du auf die Ambrus auf und hier, Rosbo noch dazu und ich bin gleich wieder da. Aber ich dachte. Und Kein da ist er Thema. schon weg. Pisser. Ja, ich spann dann die Armbrust nochmal durch und distanziere mich irgendwie so, dass ich keinen Dolch in den Rücken kriege. Hoffentlich. Na, Gari und Rosvo wechseln ein paar Blicke. Bist dir nicht ganz sicher, ob das was. Kannst du Attack? Macht jetzt leider nicht. Macht jetzt keinen Du Scheiß, kannst dann schon keinen ist Attack? Chorgeweih. Ich Ich dachte, du kann hast keinen das Attack. Ich gelernt. habe nicht auf Johnny gehört. Ich bin ein Sack, ich weiß. Okay. Ja, die schauen sich an, sitzen da auf so einer kleinen Hügelkuppe und du siehst, wie so dein letzter Vertrauter Koljew da mit den anderen geht. Währenddessen wieder in der Leere des Rondra-Tempels, wie gesagt, vor euch dann wieder diese dicken Bleiglasfenster mit der Geschichte der, ja, mit der Geschichte der aventurischen Helden von Rondra. Vielleicht sogar ein Theaterritter dabei. Wie gesagt, ich bin die Adjutantin Isjuresha von Shosko und ich, muss euch leider eine traurige Mitteilung machen. Allerdings würde ich gerne von euch erfahren, was ihr in Erfahrung gebracht habt, denn auch ich kann vielleicht dazu beitragen. Wir haben einen Todesfall zu beklagen. Der Vorsteher der Kriegerakademie, Posan von Nersand, wurde in der heutigen Nacht umgebracht. Ja, dieses Schwein. Umgebracht? Das ist nur eine Vermutung. Entschuldigt. Irgendjemand drang in die Zimmer der Akademie ein, war wohl auf der Suche nach etwas und wurde dabei von Posan gestört. Unser Leiter war zwar etwas älter, aber trotzdem, naja, nicht. Er war immer noch des Kampfes fähig. Trotzdem hat er diesen rondergefälligen Zweikampf verloren. Weiß Wafnir, das sind schlechte Neuigkeiten. Nun, wir sind hier, weil, wie gesagt, wir gestern ein paar Diebe aufgegriffen haben, sagt man so, die den Effa-Tempel erleichtert haben. Und naja, die haben ordentliche Tracht Prügel eingesteckt und
Aber wir haben so ein paar Dinge gefunden, irgendwelche alten Helme, und der eine ist halt mit dem Schwert und mit dem Schild davon gekommen, und naja, wir wollten denen jetzt nachgehen, und dann haben wir halt eben herausgefunden, dass da irgendwelche Hintermänner sind, was ich eben schon meinte. Und einer dieser Hintermänner wollte wohl hier in den Rundratempel. Ich hätte jetzt gedacht, sie schaut sich um. Jetzt hätte gedacht, der macht das wie im Everttempel und nimmt irgendwas aus der Tempelhalle. Aber hier ist ja nichts. Also dann muss der vielleicht euren Vorsitzenden, euren Leiter auf dem Gewissen haben. Das könnten zwei Pfade sein, die sich gekreuzt haben. Ja, hier ist tatsächlich wenig, was man stehlen könnte. Wir haben unten ein paar, nun ja, keine Artefakte, aber sehr viel Wissen über die Theaterritter gelagert in den unteren Räumen. Aber nun, vielleicht hat er sich dort umsehen wollen, wurde dabei gestört. Ist denn dieser Eindringling in den unteren Räumen irgendwie aufgegriffen worden von eurem Leiter? Oder Das ich habe vermuten jetzt wir. eben gedacht, ich habe gedacht oben. Habt ihr nicht irgendwas von oben gesagt? Er wurde bei den Räumen der Leitung aufgegriffen, ja. Das heißt, ich ja selber habe in der Nacht, am Morgen nichts gehört. Aber nun, er starb in der Nähe dieser Räumlichkeiten. Das heißt, Und da er. werden Außer. auch Starb er denn? Informationen über diese Theaterritter aufgehoben. Aber was gibt's denn überhaupt über die zu wissen? Also ich meine, diese Akademie draußen stand das ja auch in den Felsen eingemeißelt. Hat auch irgendwas mit diesen Theaterrittern zu tun? Wir können euch natürlich alles über die Theaterritter erzählen. Was wisst ihr denn bereits? Wirklich, schaut mal zu Koyev. Was? Ach, ich habe nur vor mir hin philosophiert. Naja, was wissen wir über die Theaterritter? Wir wissen, dass sie vor Ewigkeiten wann gelebt haben. Ich glaube, Corim hat irgendwas von irgendeinem Rondra-gefälligen Orden erzählt. Also ich weiß nichts über die Theaterritter, habe ich auch noch nie gehört. Sie Was ist? zieht so ein bisschen die Augenbrauen hoch. Die Theaterritter haben in der Schlacht von Breglo gekämpft, in der zweiten Dämonenschlacht gegen Hela-Horas. Danach haben sich die Rondra-gefälligen Recken kurz nach dieser Schlacht, kurz nach dem Fall von Bosbaran, in Arivor vereinigt und dort in einem Theater den Theaterrittergeorden gegründet. Danach zogen sie durch die Lande und erschlugen, nun ja, wilde Tiere, Goblins. Sie versteiften sich auf alle Fälle auf diesen Kampf gegen die Rotpelze. Und nachdem sie die Mittelreiche gesäubert haben, sind sie auch nun ja, über die ein oder andere Route auch in das Bornland gekommen. Hier waren mehrere von ihnen, also Tausende und Abertausende von Goblins, die sie nach und nach von diesen Landstrichen gesäubert haben. Danach wurde ihnen das Bornland zugeteilt. Aha, interessant. In Ordnung, also dann sind das quasi die Vorfahren der Bornländer. Hochinteressant. Aber hatten die Des irgendwelche. Bornländer Adels. Ja, hatten die irgendwelche besonderen Artefakte oder sowas? Ich meine, warum ist man auf den Spuren oder auf der Der Suche vor nach. 700 Jahren, die Seneschallin, bevor sie loszog, ich glaube zu der zweiten Dämonenschlacht war das, was die Frau ja gerade meinte, hat sie wohl Dinge geopfert. Die Seneschallin, sagt ihr, als sie ins Friesland gereist sind? Oh, dann zurück, entschuldigt. Ja, auf jeden Fall, vor 700 Jahren, die Seneschallin hat Dinge geopfert. Und hinter diesen Dingen sind die Leute Herr. Und eine der Personen heißt Gari, ist draußen vor den Toren. Und sie arbeitet zusammen mit einem gewissen Bosjek, und angeblich sagt diese Gari, dass sie für eine gewisse Person namens Mefjow. Miesko arbeiten, der irgendwie oben am Fluss namens Nagrach sitzen würde. So, Sie so. suchen auf jeden Fall diese Artefakte genau diese Artefakte. Also, vor etwa 1000 Jahren war die zweite Dämonenschlacht. 200 Jahre danach wurde Nersand hier gegründet, von den Theaterrittern. Festum ebenso. Dort saß ein Drache, den sie erschlugen. Die Theaterritter haben allerlei gefällige, Rondra-gefällige Dinge getan.
Und nicht nur Goblins erschlagen, sondern quasi alles, was hier das Leben der Menschen bedroht hat. Dann kamen nach und nach weitere Mittelreicher dazu und haben sich unter die Theaterritter gemischt. Und nicht nur Rondra-Tempel entstanden hier, sondern eben auch ja, so etwas wie Effa-Tempel. Und dann etwa 100, 130 Jahre nachdem Nersand gegründet wurde, also im Jahre 330, gab es einen Vorfall, in dem ein Kaiser ermordet wurde. Was dort genau vorgefallen ist, weiß man nicht. Die Priesterkaiser haben viele Aufzeichnungen vernichtet, aber im Zuge dieses Vorfalls, was Erntemassaker genannt wird, wurden Rondra-Geweihte gejagt. Und das führte auch dazu, dass nachdem sich das Ganze wie eine Seuche ausgebreitet hat, die letzten Theaterritter, die letzten Rondra-Geweihte auf See flüchteten, also ins Riesland. Und bevor sie das gemacht haben, haben sie wohl noch einige ja, ihrer wichtigsten Aufzeichnungen hier gelassen. Also etwas wie Waffen, Bücher, Schriftrollen, Vorräte, was nicht nass werden darf und was eventuell noch von Relevanz wäre, haben sie hier gelassen und dem Effa-Tempel geopfert. Das suchen auf jeden Fall diese Banditen. Und jetzt anscheinend auch Mörder. Aber weiß man denn, was sie hier gelassen haben? Ich meine, diese Gari hat erzählt, dass ihr Komplize da irgendwas sucht, aber selber noch nicht weiß, was er sucht. Irgendwie was von den Theaterrittern, das ist da sehr ungenau. Weiß der Rondra-Trempel da mehr? Nun, was genau damals geopfert wurde, weiß ich nicht, nein. Ich habe mich niemals in den Archiven des Sefer-Tempels umgesehen. Aber was es auch ist, es muss seit dieser Zeit dort liegen, also seit 700 Jahren. Dementsprechend alt muss es sein. Ist es denn schon gesichert worden, dass irgendwas fehlt aus den Archiven hier von eurem verstorbenen Akademieleiter? Nein. Wir haben den Mord zur Anzeige gegeben und suchen selbst nach dem Mörder, aber wenn ihr jetzt nach wenigen Stunden nach diesem Mord hier auftaucht und diesen Boss hier erwähnt, dann werden wir wohl unsere ja, Nachforschungen in diesem Bereich weiterführen. Wie gesagt, draußen direkt vor den Toren dieser Burg hier ist die Partnerin dieses Mannes. Vielleicht wollt ihr sie nochmal befragen. Ihr Name ist Gari. Es sind beides Piraten, so wie sie selber erzählt hatte. Flusspiraten? Irgendwie sowas. Dann werden wir das tun. Dann werden wir sie befragen. Ich empfehle draußen, die verprügeln unser Links und sind weg. Wenn sie bis dahin nicht abgehauen sind, einen toten Alchemisten zurücklassen. Was hat Mev noch eben gesagt? Den gehe ich mal holen, sie holen. Ja, draußen auf dem Feld kannst du einen Toten halten. Nein, Quatsch. Ja, du kommst nach draußen und kannst erkennen, wie wohl die beiden quasi gefesselten Handzeichen hinter dem Rücken von Elgor austauschen. Und dann trittst du von hinten an sie heran. Sie haben dich bisher noch nicht gesehen. Oh, den will ich mal gerne gucken, was er sich da so mitteilen. Kannst du denn Attack? Jupp. Gut, dann würfel mal bitte Attack. Über Talente, ich glaube sonstiges. Ja, sie überlegen gerade, wie sie ihn am besten dazu bringen, dass er seine Armbrust runternimmt, damit sie ihn überrumpeln. Und wer den Vorschritt, wer als erstes reingehen soll. Diese Überlegung könnt ihr euch sparen. Auf geht's. Was? Was? Wer ist da? Ach so, du bist nur, ja. Ich mich erschreckt. Ich guck so auf Elgo runter. Die hatten sich gerade überlegt, wie sie dich überrumpeln. Hast du das nicht Mich gemerkt? überrumpelt keiner. Ich merke sowas meistens. Du wusstest das schon, du hast nur gewartet. So sieht's aus. Wo wollen wir hingehen? Wir gehen am besten. Genau, vorwärts, ihr beiden Geigenvögel. Oder rückwärts, je nachdem, wo es hingeht. Ja, dann könnt ihr Gari zur Akademie bringen. Und Und Rosvo der nehmt ihr andere. natürlich auch mit, klar. Okay.
Ja, wirklich viel Neues könnt ihr da nicht erfahren. Also ihr könnt gerne noch dabei bleiben, wie Sjoresha von Chosko Gari befragt. Aber naja, sie ist halt mit Bosjev angekommen. Sie wollen Theaterritter-Artefakte für einen Einhand-Clown, der irgendwo am Nagrach sitzt. Das ist, wie gesagt, das, was ihr schon alles wisst. Sie weiß nicht, wo er ist. Was, ein Einhand-Clown? Für einen Einhand-Clown. Also er heißt Einhand mit Nachnamen oder es ist ein Titel. Auf Nachfrage kann man dir sagen, es ist wohl ein Miesco, was ist Miesco für einer? Das ist ein Pirat. Ein Anführer der Piratenbande und der will diese Dinge haben. Warum, weiß ich nicht. Ja, und er ist seit heute Morgen aufgebrochen, um in den Ronra-Tempel zu gehen. Und ja, den Rest habt ihr natürlich schon in Erfahrung gebracht. Aber wo Bosjev dann jetzt hingegangen ist, wisst ihr nicht. Weiß auch sie nicht. Dann fehlt also jetzt Bosjev und diese Born-Born-Werferin. Wenn die Sjoresha da die Gari halt eben vernimmt, sind wir damit bei? Kann man da irgendwie zwischendurch was reinfragen? Wenn du willst, ja. Also wenn du jetzt noch Informationen brauchst. Ja, Wiklind würde dann, genau, Wiklind würde dann mal fragen, ob Gari denn bei diesem Miesco-Einhand denn schon mal persönlich war, ob sie den schon persönlich getroffen hat. Ja. Am Nagrach. Ja. Und wo war das genau? Sie kann dir die Stelle verraten, das ist weit im Norden von hier, ist es eine tagelange Reise auf dem Fluss und das könnte man auch in Angriff nehmen, wenn man wollte. Das ist sehr verwinkelt und weitere Piraten, die einem da dann stören, gibt wohl auch weitere Konkurrenten, die da sitzen, unter anderem auch Torvaler, die sich da gegenseitig dann überfallen und verprügeln. Aber im Prinzip ist der oben im Norden und der sucht dann da die Theaterritter-Artefakte. Also das wäre was Wiglind, wer so Syrischer halt eben vorschlagen würde. Vielleicht mal eine Abkommandantur da hinschicken. Die Rondrianer sollen ja ein bisschen schlagkräftiger und ein bisschen kampferprobter sein als jetzt so eine dahergelaufene Ermittlertruppe. Und wir sind zwar echte Helden und haben in der blutigen See gekämpft, aber naja, jetzt ein paar Tage da nach Norden ist vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten. Ja, unsere werden Sie Dienste machen. Werden auf See benötigt und wir suchen die derweil. Ist denn da schon was jetzt entwendet worden oder überhaupt nichts? Also ich meine, wenn der jetzt tot ist, ist da auch was weg? Nein, es gibt, man wird das Ganze nochmal so ein bisschen untersuchen, jetzt gerade auch mit den neuen Informationen, die man bekommen hat. Er hat wohl gewühlt in den Archiven, aber entwendet wurde nichts und es fehlt quasi nichts. Alles, was er haben wollte, waren Informationen. Dann müssen wir herausfinden, welche Informationen er haben wollte, damit wir die auch haben und ihm zuvorkommen können. Dürfen wir in den Archiven gucken? Du willst die Archive durchsuchen? Ja, ich meine, vielleicht finden wir ja mit der Nase direkt darauf, was der da auch wissen will. Also die aufgeschlagene Seite, die man unten gefunden hat, ist dann, dass die Seneschallin ins Riesland aufgebrochen ist und vorher etwas dann hier die letzte Gabe, genauer ist das nicht definiert, dann hier im Effa-Tempel gelassen hat. Okay, wie heißt denn die Seneschallin? Einen Moment. Also müssen wir zurück in den Everttempel. Ah, ganz ehrlich, wenn ich mir das so überlege, ich meine, kann schon sein, dass da was im Everttempel ist, aber ganz ehrlich, also wie lange gibt es diesen Strudel, dieses Effert-Heiligtum denn? Kann das vielleicht sein, dass diese letzte Gabe da irgendwie geopfert wird? Wurde, ist? Also je nachdem, wie lange diesen komischen... Ja, den Näher. Die Nachfrage, Seneschallin heißt Tora Fataburuk. Das ist der Name der Seneschallin, also die Anführerin der Theaterritter, die dann im Jahr 337 ins Riesang aufgebrochen ist. Um sich vor den Priesterkaisern zu verstecken, beziehungsweise den Bandstrahlern, die sie dann umbringen wollten. Wie gesagt, da gab es dann eben diesen Konflikt. Ein Kaiser wurde umgebracht von wohl einem Rondra-Geweihten. Da war wohl auch irgendwie purpurnes Gift dran. Alles viele Gerüchte und diese Informationen werdet ihr nicht eher... Also das ist nichts, was man in einem Rondra-Tempel offen herausposaunt.
Ja, von daher sind diese Informationen dann, habt ihr schon mal gehört, da gibt es Legenden drüber. Erntemassakerfest, also mit einem guten Götterkultewissen weiß man das, aber diese Aufzeichnung gibt es dann in diesem Rondra-Tempel nicht. Wie gesagt, Erntemassaker, Theaterritter geflohen, aufgebrochen ins Riesland, und hier haben sie noch die letzten Dinge gelagert in Nersand. Der Ner, den gab es auch damals schon, allerdings ein bisschen weiter in der Westseite. Das heißt, der Fluss muss wohl im Laufe der Zeit sich ein bisschen verändert haben. Und der Ner war wohl früher mehr an der Stadt dran. Also direkt am Effa-Tempel. Aber die gab es diesen Strudel damals denn schon? Den Strudel gab es weiter, also hat sich aus irgendeinem Grund hat sich dieser Strudel ein bisschen verlagert. Nach Osten verschoben, vom Nach Ufer Osten weg. verschoben, genau. Naja, ich meine, schaut mal, dieser Strudel, ich meine, als Effert Heiligtum ist das doch eigentlich nachvollziehbar, oder? Dass man da irgendwas reinschmeißt. Naja, wir könnten uns natürlich auf den Pier setzen und warten, ob da jemand reinspringt. Ihr könnt gerne mal eine, weiß ich nicht, hat jemand Kartografie? Nee, ne? Lass mich Geografie würde schauen. ich auch Lass. erlauben. Oder Hier. eine Geschichtswissenprobe würde ich dann als Ableiten Ich zulassen. habe aber das erste gehört, dass du gesagt hast, oder zweites kam Geografie. Ja. Werde ich Ja, auch ich habe darunter gerne. nochmal Geschichte gehört, dass du gesagt hast, als abgeleitet, mir gut, dann, weil ich nur einen Punkt Differenz hatte, wird es bestimmt erschwert sein, habe ich mich für Geografie an. Du kannst Kann ich auch erkennen. Sternkunde ableiten? Würde ich auch zulassen, finde ich auch gut. Auf was? Auf Sternkunde? Ja, ist okay, nehme ich an. Euch fällt auf, dass die, ja, wie gesagt, der Ner lag früher anders und der Effa-Tempel direkt dran. Sodass dann eben dieser Sand mit diesem, ja, dem Strudel, der gewandert ist, auch der Sand weiter gewandert. Also die Stadt ist breiter geworden, weiter nach Westen gewachsen. Und ja, mit dieser Karte, die hier liegt in den Archiven, das ist ein anderer, der Effa-Tempel. Der Effa-Tempel war wohl nicht immer an der Stelle, wo er jetzt steht. Also ist der Effa-Tempel woanders. Und vermutlich liegen die Kegabe dann auch genau da begraben. Wie war das vorhin, gestern mit dem Eimer und der Schnur? Wie klingt's, zwinkert Elgor mal zu. Naja, ich meine, ein wenig Wasser daraus würde ich schon durchaus gerne in einer Flasche haben, aber darum geht's gerade nicht. Wir müssen uns darauf konzentrieren, wohinter wir her sind, nämlich hinter diesem Karren. Ja. Aber hat der Vassili nicht gesagt, dass das verboten ist, da irgendwas rauszufischen? Ich glaube aber Er unter hat nur gesagt, dem. es wäre verboten, reinzuspringen. Ich habe das anders verstanden. Egal, auf jeden Fall sollten wir den Effert-Leuten Bescheid sagen, dass eventuell das, was gesucht wird oder geklaut werden sollte, da in dem Näher drin ist. Vielleicht kriegen wir die Erlaubnis, da mal irgendwie abzutauchen. Aber ich dachte, der Effert-Tempel war mal weiter westlich. Nee, östlich. Die Stadt ist weiter nach Westen gewandert. Ich dachte, die Stadt sei nach Osten gewandert. Der Tempel war früher, wurde doch gesagt, direkt mit Opferpunkt sozusagen direkt am Näher. Also, der Effa-Tempel aktuell ist hier. Seht ihr Der war früher das? irgendwie dann hier oder so. Das heißt, der Ja, ist. sogar hier weiter noch. Achso, noch so, noch Hier weiter südwärts. war ungefähr der Ner. So, das heißt, dass der Effa-Tempel, wenn das eben ein gerader Fluss ist, dass der wohl irgendwo hier lag. Dann gehen wir erstmal dahin, denke ich. Und Und je nach die dann. Höhenkante hier von dem Fluss. Und dann klopfen wir an Türen und gucken in den Keller oder so. Oder wir fragen im Effa-Tempel nach, wo denn der alte Effa-Tempel war. Vielleicht wissen die sowas ja. Oh, Okay, sag das ich geht doch. raus. Das sollten wir tun. Eine halbe Stunde später steht die Stadtwache im Effa-Tempel und fragt euch, warum denn der Chorgeweihte einen Molotow-Cocktail, eine Brandflüssigkeit geworfen hat und viele, viele, ja, unschuldige Mitbürger der Stadt Nersand verbrannt haben. Knickt brechen, Garetti. Was? Was hat der gemacht? Ich Wir weiß nicht, ich hab's haben nicht gesehen. Zeugenaussagen von ein paar vielen Leuten, unter anderem auch einer Stadtwache, dass hier wohl ein Chorgeweihter in eine Taverne hineingelaufen ist, Streit angefangen hat, Leute herumgewirbelt hat, unter anderem die Tavernenbesitzerin, und dann fing es an zu brennen. Also bis zum Brand kann ich euch folgen, das habe ich gesehen. Und danach war die Tür Aber das zu mit und dem der Feuer Geweihte weiß war ich tot. nicht. Ich nichts gesehen von Feuer. Ich nur mitbekommen, das hat gebrannt in Taverne. Ganz richtig. Was Also ich machen wir jetzt kann mit euch. eurem Chorgeweihten? Gehört er Ich kann zu euch euch? vorm Herrn Preios schwören, dass er draußen war, als der Brand anfing. Und die Türe zu. Ihr wisst, dass ihr einen Dummschädel davon bekommt, wenn ihr lügt, ja?
Ich weiß, sein gleißender Bornstrahl soll von Alvaran herabfahren und mich zerschmettern, wenn ich die Lüge erzähle. Der Nebel... Wiedlind verdrückt sich ganz weit nach hinten. Ich schiel mal leicht genehme. Der Nebel lichtet sich ein bisschen, du kannst die Sonne sehen. Nichts passiert. Er hat zumindest nach euch verlangt. Er sitzt gerade in unserem, in unseren Gefängnissen. Okay, Roswo? Hier, das ist Gary und das ist Roswo. Dieser Roswo, der war gestern mit dabei, hat hier den Effa-Tempel geplündert. Und diese Gary ist die Auftraggeberin, eine von zwei. Die andere Person, Auftraggeber, ist Bosiev. Und Bosiev hat wahrscheinlich heute Nacht einen Rondra-Geweiht noch getötet. Davon haben wir schon gehört, aber den Namen, der sagt uns nichts. Ja, das ist hier Garys Komplize. Das also gut. Goldie, was denkt ihr davon? Ich nehme die beiden Galgenvögel mit zur Stadtwache und box unseren Korgenwalden daraus. Und ja. Ihr haltet derweil hier Ausschau nach dem alten Everttempel. Hat der noch jemand Speziellen verlangt? Der Geweihte? Noch euch allen. Nicht speziell. Ach, ich finde, Elgor macht das ganz gut. Der kriegt das schon hin. Wir gucken. Ja, dann muss ich mitkommen. Ich bin mit den bornischen Gesetzen ein wenig besser vertraut als ihr. Was? Warum? Weil ich von hier bin. Ah, ich auch. Ja, die einzigen Ausländer sind Kurim und ich. Ich weiß schon. Ach, liebe Leute, nun klärt das und wir, Mev, komm mit. Wir gucken mal nach denen, was wir finden können. Ja, aber jemand, der Rondra geweiht tötet, der muss auch im Feuer legen zu trauen. Wittlind zuckt nur eine Braue nach oben und zupft sich. Daro, du bist total schief gewickelt. Ich bin Kulturbornländer, ganz ruhig bleiben. Soll ich dich mal schlagen? Ein Torwaler aus Bornland, der Belhanka studiert hat. Nein, Prosti, ich weigere mich. Ich will nicht mehr. Nein! Während Koljev und Elgor gemeinsam, die beiden kennen sich ja wie Zwillinge kennt ihr euch, ihr seid die besten Freunde mittlerweile geworden, geht ihr gemeinsam um den Korgeweihten rauszuboxen, könnt ihr anderen in Erfahrung bringen beim Effa-Tempel, dass er tatsächlich umgezogen ist, und zwar dieser neue Tempel ist erst 50 Jahre alt, der alte wurde wohl, man ist wohl umgezogen, weil er mittlerweile zu weit vom Fluss weg ist. Und man wollte als Effa-Tempel direkt am Fluss sitzen, beziehungsweise mit diesem kleinen Bug und diesem Schiff, das man da gebaut hat, mit auf den Nähr zeigen, das Effa-Heiligtum, ist man dann vom Lotsenhaus rüber in den Effa-Tempel gezogen, in den neuen, und hat dann den alten Effa-Tempel den Lotsen übergeben. Das war aber auch dem Faktum geschuldet, dass das Lotsenhaus wohl aus gebranntem Stein besteht, und das geht natürlich gar nicht. Nachdem man dann grob 700 Jahre in gebranntem Stein saß, hat man das dann aufgegeben. Und das andere Problem war, der Keller war zu voll mit Artefakten, die man dann gespendet hat. Die werden dann irgendwann, liegen die halt da unten, und das war dann irgendwann so viel, dass man gesagt hat, wir wollen das jetzt nicht in den Nähr kippen oder... irgendwie anders entsorgen, sondern wir bauen einfach ein neues Haus. Probleme, also die nur die Effertkirche hat. Ja, also liegen die Heiligtümer da immer noch im Lotsenhaus, und das Lotsenhaus ist doch gleich hier vis-à-vis? Ja, richtig. Tja, wie klingt denn los? Dann brauchen wir aber noch, verehrter Herr Vorsitzender hier, brauchen wir noch eine Erlaubnis, dass wir im Lotsenhaus, nicht, dass die uns da gleich wieder vor die Tür stellen. Ja, die sollt ihr bekommen. Gut, also Melf, dann los.